Demokratie ist ein zartes Pflänzchen und manchmal wird es auch mit Füßen getreten. Viele andere Länder haben manchmal Probleme und vor allem diejenigen, die in diesen Ländern leben, da gibt es kein Recht auf Demonstrationen. Freiheit wird beschränkt, keine freien Wahlen. Für uns ist es manchmal selbstverständlich, aber auch wir müssen unsere Demokratie pflegen und hegen. Dazu gehört, dass wir respektvoll im Umgang miteinander sind. Ein mehr Respekt heißt ein größerer Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das hat sich jetzt in der Krise gezeigt, bei der Pandemie, bei der Corona-Pandemie. Aber das muss auch weiter darüber hinaus anhalten, dass es mehr wir in unserer Gesellschaft braucht. Und deshalb lohnt es sich, sich für die Demokratie nicht nur auf Bundesebene und auf Länderebene, sondern ganz konkret vor Ort einzusetzen, Argumente auszutauschen und auch eine Lösung zu finden, die durchaus ein Kompromiss sein kann. Das begegnet uns im Alltag und das ist jeden Tag ein bisschen üben mit Demokratie. Dann behalten wir auch unsere Freiheit und unsere Grundwerte können wir dann auch leben.